Guten Morgen. Wir sitzen alle hier und essen. Aber Papa bloß nicht. Croissant. Aber Papa bloß nicht, der trinkt nur einen Kaffee. Es schneit heute nicht. Es regnet heute nicht. Optimale Aussichten um 6 Uhr. 6 Uhr. Okay. Um Räder zu reparieren, natürlich. Oh Mann, ich der Dennis! Das war in der Kneipe, deswegen. Hallo, Lumen. Ich hab ein paar Brötchen. Na, das ist ja ein Ding. Wir haben gar keine Brötchen hier. Ja, da oben sind welche, wa? Die sind von gestern. Und von gestern sind ja immer atomare Waffen. Marlies, Dennis hat so ein Brötchen mitgebracht. Mensch. Also, du musst gewusst hätten, dass wir keine haben. Ich oder noch nicht. Er ist ja sackvoll, Mensch. Da kannst du alle nur noch zu Brösel verarbeiten. Und das aber relativ simpel. Neu backen. Das ist einfach nur. Lange nicht mehr ertragen. Der Bückner King ist weg. Nee. Bückner, meine Straße. Ja. So ist es. Also, nicht meine Straße, aber die Straße, in der ich wohne. Natürlich. Nee, noch nicht, Dennis. Vielleicht schafft man es ja mal, und dann dass man eine Schranke vorne und eine Schranke hinten ranbaut. Wir müssen mal Lotto spielen wieder. Wir müssen mal Lotto spielen, aber das reicht nicht viel. So momentan, wie die Preise hier sind, können wir uns davon ein Haus kaufen. Von so einem Lottogewinn. Bodenrichtwert in Kreuzberg. Naja, Bodenrichtwert ist es ja nicht. Die Häuser werden ja tatsächlich berechnet noch. Also die Quadratmeterzahl der Häuser, der Wohnquadratmeter. Wohnquadratmeter. Wohnrichtwert plus Wohnquadratmeter wahrscheinlich. Ansonsten wäre schön. Für einen Wohnrichtwert würde ich es kaufen. Ja, aber Lotto, wie gesagt, war. Ja, auch nur mit Lotto natürlich. Also sonst kann ich mir das auch nicht leisten. Gleich sehen wir uns im Keller auf alle Fälle. Der Dennis haut jetzt erstmal ab und ist dann später wieder da. Im Kämmerlein. Das war sehr duster hinten. Die Lampen brauchen auch ein bisschen, bis sie hell werden. Das ist unglaublich. Guck mal, wie duster das jetzt ist gerade. Total dunkel, aber die werden ja noch richtig hell. Die beste Position tatsächlich fand ich hier. Wenn man so ein bisschen den Blick nach vorne hat. Und hier eigentlich auch so ziemlich viel sehen konnte. Deswegen werde ich vermutlich... Das Mikrofon kann man hier dann auch wunderbar irgendwo anbringen. Am besten auch irgendwie von der Decke hängen lassen, damit es mitten im Raum hängt. Verlängerungskabel habe ich. Klein ist es auch, man kann es gut verstecken. Ja, kleinen Haken in der Decke und dann hat man das Mikro da dran. Ja. Perfekt. Kamera steht. Ich würde mal sagen, das ist unsere Position, wie wir in Zukunft filmen werden. Über den Livestream. Und der Livestream, der läuft ja dann durchweg. Ja, also hintereinander weg läuft der bam, 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 bam. Da wird am Ende nichts gespeichert. Und da sind am Ende auch sehr viele langweilige Szenen drauf, weil wird ja nicht rausgeschnitten. Ja, also weil nicht gespeichert wird, kann ich es natürlich auch nicht schneiden. Das ist einfach so, der läuft einfach permanent. Und wenn ihr dann mal zwischendurch reinschaltet und seht zufällig, dass ein Rad drin ist, naja, dann könnt ihr die Reparatur gerne in Live und in Echtzeit verfolgen. Ja, darum geht es einfach. Das ist einfach nur ein Stream. Mehr nicht. Ohne spezielle Moderation etc. Ja, das ist es. Das einmal gesagt zum Livestream. Also der Livestream ist halt kein Vlog. Wird nicht aufgezeichnet, wird nicht gespeichert, wird einfach nur gestreamt. Mag viele Leute mögen es dann auch langweilig finden. Und aber das ist dann nicht so. Das ist halt so. Leben ist langweilig manchmal. Ich krieg die Krise, Alter, weil ich die Kamera schon rumschmeiße. Das ist unglaublich. Ich krieg die Krise. Diese wunderschöne Kamera. Der Griff ist eh im Arsch. Muss ich mal schon halten, wie so ein hier der Griff, der eigentlich so steht, damit man ihn so halten kann, der ist abgebrochen. Jetzt steht er so zur Seite weg und ich halte wie ein Bügeleisen oder was, wie eine Pfanne, so Pfannengriff.
Heilig ist der Tommy. Weg ist er. Das Mikro ist erstmal hier. Ja, das ist ein schönes Rad. Auf alle Fälle. Wollen wir das bei mir hinstellen? Das ist perfekt. Schön, ich mag gut. Komm ich da in Österreich auf alle Fälle. Aber bei mir fragen, also ich habe 3 Stück gehabt, die waren sofort weg. Ja, auch für den Preis? 380? Also nicht drunter, ne. Ja, das steht hier schon Jahre. Im Ernst? Ja. Das ist mit Camper Laufradsatz alles. Also das ist Camper. Das ist super Rekord. Soll ich die mal mitnehmen? Bei mir verkaufen? Also wenn du Bock hast, können wir so zusammenarbeiten. Ich verkauf's für dich und du übernimmst die Garantie und ich pack da meinen Aufschlag drauf. Ja, ich muss mal ein bisschen putzen, einfach mal ein bisschen polieren. Boah, das steht schon 6 Jahre in dir, das ist mir egal. Das geht so weg wie das hier. 380, fertig, oh, ist weg. Alter, okay, Arbeit, nochmal reinstecken? Nein. Einmal aufgebaut, fertig. Ja, auch so. Wird auch langsam zum Fachidiot, halt den Eindruck. Oh ja, ist Kappa super Rekord. Hm, ja, komm, da stecken. Ey, 380 will ich und nimm mit. Jetzt sollen die Leute mal bei mir kaufen und dann ist gut. Das ist doch die Beste. Ne? Wenn man so zusammenarbeitet, ist alles gut und schön, aber dann soll er die Leute zu mir schicken einfach. Nicht, dass er seinen Laden sozusagen hoch pusht durch meine Räder, das gibt's nicht. Kann er vergessen. Meine Arbeit, meine Bikes. My Store. Oder würdet ihr das machen? Ja? Kann er alle mitnehmen und so, aber dann auf seine eigene Kappe. Muss er kaufen für 380 und dann verkauft er für, was weiß ich, 100 mehr. Was ist das für ein Quatsch? Kann er machen. Das ist mir scheißegal. Soll er also bei mir abkaufen und das war's dann. Aber dann nicht bei sich hinstellen und dann hier, ja, ach nee, wenn er mit was ist, musst du zu dem hin, zu dem Fahrradladen, von dem habe ich's. Ich schmück mich nur mit den Rädern. Nee, gibt's das nicht. Da so ein bisschen Bundeswehrzeug, so ein paar Platten musst du so als Erinnerungsstücke. Also, ja. Ja, dann so ein paar Dinger für die Jacke. Ich sag, was stellst du nach vor, einzeln oder komplett? Und als mir, ja, komplett 300. Bundeswehr? Ja, ja. Was ist denn los mit dem? Hat er wieder gegoogelt oder was? So, jetzt habe ich eine kleine Irritation auf der Linse, weil mir vorhin die Kamera runtergefallen ist. Da könnte ich jetzt richtig kotzen, aber ich kann sie auch abnehmen. Das ist noch besser. Bloß. Scheiße. Wenn sie mir dann runterfällt. Also brauche ich so ein neues Ding hier. Ich lasse trotzdem drauf. Vielleicht geht es auch so. Und dann gucke ich mal, hier ist auch alles verbogen. Es ist doch wirklich schlimm. Aber wie gesagt, der Arne war gerade da. Und hat ein bisschen Geld gebraucht. Habe ich ihm gegeben. Ist ja ein Kumpel. Deswegen, damit er über das Wochenende kommt. Das ist schon okay. Kann man schon mal machen. Wenn ich es habe, hebe ich es gerne. Wenn nicht, dann geht es halt auch bei mir nicht, aber wenn ich es habe, dann geht das so. Kette verloren, sagt er. Hoppala. Der Kollege hat das Rad gerade gekauft und ist ihm bei der ersten Fahrt gleich die Kette weggefetzt und war auch nicht mehr auffindbar. Auf der Kreuzung weggerissen, zack, und wahrscheinlich gleich im Gulli verschwunden oder so, keine Ahnung, kann ich mir nicht erklären. Normalerweise ist es immer besser, mit der alten Kette natürlich zu kommen, um die aufzusetzen, weil der Antrieb ist ja schon ein wenig verbraucht. In diesem Fall sieht der Antrieb aber noch sehr gut aus, könnt ihr mal selber schauen. Die Zähne sind schön stumpf, das bedeutet also, die sind flach oben, das bedeutet, der Antrieb ist gut. Nicht wie viele denken, ach, die sind ja gar nicht mehr spitz, die sind ja schon stumpf, der Antrieb ist schlecht. Nein, genau andersrum ist es der Fall hier.
Und hier auch. Es ist überhaupt ein sehr schönes Rad. Mit Columbus Tron Rohr. Also wirklich Tron. Also wirklich toppi toppi. Ein Glück, 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 Glück. Sehr schönes Rad. Wer weiß, was er bezahlt hat, dass er meint, 50 Euro pro Kettenblatt tauschen am Ende ist, wäre ihm zu viel. Keine Ahnung, was der Rad gekostet hat, aber meines Erachtens kosten die richtig Geld, die Räder. Auch gebraucht. Also, wenn er das jetzt für 150 irgendwo abgestaubt hat, dann mit komplett Camper-Ausstattung ist es vielleicht geklaut. Was überhaupt nicht dazu passt, überhaupt. Das sieht aus wie ein zusammengebasteltes Rad, so ein bisschen, ja. Ist ein 9-fach-Schaltwerk von Camper auf einer 8-fach-Kassette. Ich fürchte fast, dieser Schalter vorne ist auch 9-fach. Dieser Ergo-Shifter oder wie die heißen. Ja, der hier. Wir testen mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, ist 8. 8-fach. Sehr schön. 8-fach, freut mich. Dann passt es wenigstens. Aber 9-fach Schaltwerk? Weiß ich gar nicht. Das so funktioniert? Wir werden es sehen. Camper habe ich in der Tat sehr selten. Also ich hau jetzt einfach die neue Kette drauf. Sehr schade, dass er die alte wirklich nicht mehr hat. Also das wäre, wie gesagt, dann auch unsere Streaming-Position demnächst. Und zwar in etwa sogar, ich kann es ja mal direkt simulieren. So, hier. Das war's. Spezialmaß-Attacke. Ich hab Schokolade im Mund. Platter Reifen. Und Spezialmaß, ich baue erstmal raus alles. Sind wir damit auch fertig? Macht denn die Kinder sitzen da oben ran? Ich verstehe das ja auch nicht. Ist das sicher? Hier oben an diese dünne Ding, was sowieso immer abbricht, was schon abbricht, wenn ich nur alleine so mich aufstütze und dann noch ein Kind mit dranhängen? Also ich würde das nicht gut finden. Kommt bei mir immer hier unten ran. Ich schau mal, wie ich da hinkomme und schraubt das nach unten. Das geht ja nicht. Kann ich da oben nicht dran lassen. Das war ja schön eng hier. Nimmst du noch auf, ja. Muss ich immer kontrollieren, weil die fällt ab und zu aus, die Karte. Oh, was ist denn das für ein Aufriss, ey? Das scheiß Lampenkabel stört. Ich krieg das nicht rausgezogen, weil das Lampenkabel stört. Weil das ist hier durchgezogen. Und das sperrt natürlich. Ja. Ja, jetzt ist der Vorbau ein bisschen höher, einfach. Nachdem wir alles auseinandergeschraubt haben, ist das die einzige Variante. Hier ein bisschen mehr Beinfreiheit zu kriegen, hier zwischen. Ne? Ich finde das sehr instabil, nach wie vor, auch wenn es dafür vorgesehen ist, finde ich es sehr instabil, hier noch ein Kind mit dran zu haben, wo ja sowieso schon so ein extremer Hebel ist, wo bei manchen beim Bremsen in einer Notfallsituation schon mal der Vorbau wegkracht. Also sollte man nur an neuen Vorbauten wahrscheinlich auch montieren, nicht an gebrauchten oder so. Ja. Weiß ich nicht. Aber das Fahrrad sieht ja total neu aus. In dem Sinne mag das vielleicht funktionieren. So, das Süppchen köchelt vor sich hin. Na, viel ist es nicht mehr. Ich wechsle den Bremszug aus hier. Gib hier einen Auftrag. Und warum wechsle ich den aus? Weil er hier vorne so aussieht. Jetzt die vordere Geschichte, so sieht das aus.
So sollte es aber nicht aussehen. Das haben wir auf alle Fälle. Jetzt kommt Thorstens Experiment hier mit der Steckachse und Rauschrauben, warum auch immer. Experiment. Tja, na du, ich will es nicht machen. Jetzt ein kleiner Check hier. Wir checken. Ah, funktioniert gut. Ah, funktioniert gut. Kette spannen. Wahnsinn. So, Kette spannen, Bremsbeläge wechseln, einmal durchchecken. Mach ich mal schnell. Ein Häschen hüpft, ein Bunny hopp. Hier, der Lenker ist kaputt, habe ich euch vorhin ja gezeigt. Er hat sich entschieden, er möchte einen neuen, der ist ja richtig angerissen hier. Das zeige ich euch gleich nochmal, wenn er ab ist. So, sieht man das? Da. Ja, hier sein. Fertig. Undankbare Gesinde. Haut einfach ab, ohne Tschüss zu sagen. Jetzt. Ist er da? Was sagt? Ist er hinterher? Und gleich mit dem Katschi ihn überbraten. 10 Euro hat er bekommen, er wollte nur 5. 10 Euro kriegt er, haut ab, kriegt mir die 5 nicht wieder. Was ist los? Der ist doch verrückt, der Kerl. Was guckst du? Hä? Ganz so viel hier. Ich finde sehr gerne hier zusammen mit der Familie. Ja, ich finde das schön, meine Familie. Ich finde es schön, wenn wir alle zusammen sind. Weil die hier nicht an dir, die hier nicht nur um dich lumen. Das darfst du nicht vergessen, die um uns alle. Wir sind alle eine große Familie. Wenn du Brot in der Hand hast, musst du sitzen bleiben. So, und jetzt? Die Erde muss. Was? Lass. Schwimmen wie als. Sind wir alle nass? Fertig. Weil zuerst ist ja eine Weintraube, die wächst ja am Strauch. Ne? Und wenn die dann aber trocknet, stell dir mal vor, die trocknet, dann schrumpelt die so. Und wird mini klein. Genau. Dann ist das eine Rosine, mini kleine Baby. Richtig. Baby, das ist eine Rosine. Baby. Baby. Dann nennen wir es einfach Baby. Wie heißt das da? Wein. Dann nehmen wir halt das Baby mal da oben. Wein. Ein Wort meine ich und du sagst hier. Ein Wort und du sagst, ob das. Oh, ich hab gar keine Zeit, ich hab schon viel zu cool. Ich hab wieder dieses komische Spiel. Mama, rate ein Wort. Ist sowas für ein Wort? Mama, rate ein Wort. Ja, rate doch einfach mal. Feierabend, es ist jetzt Feierabend. Auf alle Fälle, ich mache Feierabend. Ich mache Feierabend. Ich mache Feierabend, ich habe die Kappe andersrum auf.
Ich hab die Kappe richtig rum auf. Ich hab die Kappe richtig rum auf. Ich hab die Kappe richtig rum auf. Ich hab die Kappe richtig rum auf. Ich hab die Kappe richtig rum auf. Ich weiß wieder das Wort Badezimmer. Ja, Zimmerbade. Badezimmer? Da muss ich auch noch hin zu Bade. Ich muss meine Uhr abholen. Nicht ins Bade. Zu Bade. Morgen hat er auf, oder? Da kannst du hingehen. Weil du Zeit hast. So, ich mach Feierabend, ich werde jetzt schneiden. Ich muss sagen, das war ein erfolgreicher Tag, Lohe. Ich wüsste ja, war ja erfolgreich. Keine Ahnung. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao. Schlaft gut.